Gott ist allgegenwärtig und er sorgt für seine Kinder. Diese Aussage hören wir regelmäßig, ob im Gottesdienst, in der Jugendstunde oder im Kinderunterricht. Jeder von uns weiß, dass Gott uns nie verlässt, aber ist uns dies immer bewusst? Wir können in der Bibel lesen, dass Gott sich immer um seine Kinder gekümmert hat, auch wenn sie, wie Paulus zu Beginn, Christen verfolgt haben. So nahm sich auch der Allmächtige ihm an und sorgte sich um ihn. Noah zum Beispiel errettete er vor der Flut, die verheißen war. Mose versprach er eine freie Zukunft und beschützte sein Volk Israel in der Wüste, sogar als einige sich von ihm abwandten. Auch die Verheißung an Johannes den Täufer, dass ein Messias kommen würde, wurde Wahrheit. Jesus wirkt auf der Erde und zeugte von Gottes Barmherzigkeit und Macht. Seine Wiederkunft ist die einzig offene Verheißung und auch sie wird so eintreten, wie Gott es geplant hat. Wir Christen brauchen ihn, um den richtigen Weg gehen zu können. Doch fällt es uns manchmal schwer, an seine Güte und Allmächtigkeit zu glauben, besonders wenn wir einen Blick auf die verfolgten Christen richten. Und das sind mit ca. 260 Millionen nicht wenige. Aber Gott hat auch sie nicht verlassen und wird auch sie mit ins Himmelreich holen. Wir Menschen nehmen uns oftmals viele Dinge vor, planen Abläufe und haben genaue Vorstellungen von der Zukunft, auch wenn sie am Ende immer noch Gott entscheidet. Es gibt den Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, erzähle ihm von deinen Plänen. Wie gehen wir damit um, wenn etwas nicht wie geplant läuft? Vertrauen wir weiter auf ihn oder wollen wir sofort auf eigene Faust losziehen, um es ohne ihn besser zu machen? Manchmal erscheint uns etwas falsch oder wir müssen negative Folgen erwarten, aber Gott weiß, was er tut. Auch wenn wir Christen sind, verläuft nicht immer alles perfekt. Aber wenn wir glauben und ihn nicht verlassen, haben wir, egal was geschieht, eine Zukunft bei Gott, wie er verheißen hat. Und das ist unser Ziel. Die Männer auf dem Schiff hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Aber Paulus motivierte sie, sich nicht aufzugeben. Ich muss da immer an meine Freundin denken, die unbedingt ihren Master in Leipzig machen wollte. Es war die einzige richtige Option für sie. Eines Tages sprach sie mit einem Professor ihres Traumstudiengangs. Dieser sagte ihr, sie brauchen sich gar nicht erst bewerben. Auch wenn sie so viele Module machen, haben sie am Ende 10 Credit Points zu wenig. In dem Moment zerbrach ihre Welt. Doch ihre Eltern bauten sie wieder auf. Versprich uns, dass du dich trotzdem bewirbst. Wenn du dein Bestes gibst, wir gemeinsam von ganzem Herzen weiterhin dafür beten und es Gottes Wille ist, wirst du einen Studienplatz bekommen. Obwohl meine Freundin nicht daran glaubte, dass es etwas bringen würde, gab sie alles. Anstatt feiern zu gehen und das Studentenleben zu genießen, nutzte sie jede Gelegenheit, um ihr Engagement für das Institut unter Beweis zu stellen. Und so kam es, dass Gott sie zur rechten Zeit an den rechten Ort führte und sie das Auswahlkomitee von ihrer fachlichen Kompetenz überzeugen konnte. Auch 6 Jahre später schwärmt sie noch von diesem großen Segen und das verdankt sie Gott, der ihren Eltern die richtigen Worte ins Herz legte. Ist es nicht schön zu wissen, dass Gott auch heute noch uns Menschen nutzt, um andere davor zu bewahren, zu früh aufzugeben? Okay, mal kurz zum Kontext unseres Bibelwortes. Paulus war Gefangener auf einem Schiff, unterwegs in Richtung Italien. Durch ungünstige Winde und handfeste Stürme kam das Schiff so weit vom Kurs ab, dass die Seeleute 2 Wochen lang fasten mussten und später sogar schon ein Teil der Besatzung über Beiboote von Bord ging. Petrus wusste trotzdem, dass alle dort lebendig rauskommen. Ein Engel hat in einer Nacht zu ihm gesprochen und gesagt, dass sie überleben werden. Und der Grund dafür ist, dass Paulus vor den Kaiser in Rom treten soll. Lange Geschichte kurz erzählt, alle wurden gerettet, Verbeugung, Applaus, ab nach Haus. Denn um den Aspekt der Rettung selber geht es mir gar nicht. Der Grund für das Überleben aller war ausschließlich Paulus' Aufgabe. Gott hat ihn nicht sterben lassen, weil er noch etwas mit ihm vorhatte. Ist das jetzt nicht etwas eigennützig von Gott? Ich meine, Gott ist doch die Liebe.
dann müsste er das doch schon von sich heraus tun, den Seeleuten das Leben retten. Ich finde, Gottes Liebe zeigt sich besonders darin, dass Paulus eine Aufgabe in seinem Leben hatte. Einen Sinn. Gott kennt uns alle und unser Leben schon vor unserer Geburt, so hören wir das ja ab und zu in der Kirche. Es ist schon ein tröstlicher Gedanke zu wissen, dass jeder von uns eine Aufgabe von Gott erhält. Jeder von uns hat einen Sinn im Leben. Es wäre schon ganz schön leer hier unten, wenn wir nur deshalb da wären, um nach dem Tod in den Himmel zu kommen. Wozu wäre das Leben dann schon gut? Nein, Gott hat eine Aufgabe. Hier. Für dich. Für mich. Da bin ich mir sicher. Und für diesen Sinn, auch wenn ich ihn für mich noch gar nicht kenne, bin ich dankbar. Danke, Gott, für den Sinn meines Lebens.